ist Radio Chiemgau mit einer Sondersendung zum 7. Tag des europaweiten Blackouts. Dies ist unsere letzte Sendung, da unserem Stromaggregat mittlerweile der Diesel ausgeht. Das heißt, nach dieser Sendung werden wir ausschalten. Vor 7 Tagen begann ja der kombinierte Hackerangriff mit gleichzeitigem Terrorangriff auf unser Stromnetz. Die Behörden können immer noch nicht abschätzen, bis wann sie die 30 betroffenen Hochspannungsleitungen in Europa wieder repariert haben werden. Weiterhin ist immer noch nicht bekannt, wie die Hacker unser System lahmlegen konnten oder wie man dagegen angehen könnte. Die Meldungen im Einzelnen im Chiemgau. Da es in den Städten nichts mehr zu essen gibt, fahren immer mehr Städte aufs Land, um sich dort Lebensmittel zu besorgen. Die Landbevölkerung ist aber nicht bereit, ihre Vorräte zu teilen, und so kommt es immer wieder zu brutalen Szenen. Preise für eine Kartoffel um die 40 Euro sind derzeit keine Seltenheit. Die Polizei ist machtlos, da die Kommunikation nicht funktioniert und sie gar nicht erst erfahren, was los ist. Wir sind jetzt hier vor der Felswand, wo wir hoch müssen, um zu unserem Lager zu kommen. Deswegen kommt da keiner hoch, weil man eigentlich nicht hochkommt. Aber wir. Aber hier haben wir natürlich eine traumhaft schöne Aussicht auf die Berge. Ach, geile Aussicht, ich sag's euch. So muss das sein. Hey! Sehr schön, ihr seid dabei. Bei unserem neuen Projekt, es geht diesmal um Blackout. Wir haben ein Blackout-Szenario draußen, 7 Tage kein Strom, die Leiterin völlig am Rad. Und wir ziehen uns hier zurück in den Wald, haben hier unsere Ruhe. Und wenn ihr wissen wollt, was uns alles dabei passiert, dann bleibt einfach dran. Sehr schön. Hallo Leute, hier ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau und heute habe ich dabei einen Survival Pete. YouTube-Kollege, der mich vor 14 Tagen angeschrieben hat und gesagt, hey, machen wir mal gemeinsam ein Video. Habe ich gesagt, ja gerne. 3 Stunden später kam dann, ach du Scheiße, das sind ja 1000 Kilometer zu dir, weil er wohnt in Schleswig-Holstein. Und wir sind jetzt ganz im Süden Deutschlands, in der Nähe von Inzell unterwegs, in die Berge. Aber er wollte gerne die Berge machen und der Wahnsinnskerl ist gestern Abend um 7:30 Uhr losgefahren und war dann heute Morgen um 8:30 Uhr morgens bei mir. Da haben wir uns getroffen und jetzt haben wir quasi in die Berge gegangen. Aber es wird sich lohnen. Und worum es dabei geht, das erfährt ihr jetzt im Video. Jetzt sind wir bei der Quelle. Geiles, frisches Bergwasser. Frisches Bergquellwasser, es gibt nichts Geileres. Schön kühl, gibt richtige Energie. Ich habe ja schon mal ein Video kurz vorgestellt. Von Bionix, vom Stefan. Und der Vorteil an dieser Box, ich teste die heute, die ist vollkommen schadstofffrei, die ist kompostierbar komplett. Das heißt, hier tut man wirklich was Gutes für die Umwelt. Also wenn man die zerstückelt und würde hier irgendwo in die Wiese schmeißen, ist die nach 200 Tagen verrottet. Hier unser Lagerbereich. Man sieht, am Pizza Hängematten ist gerade voll angestrahlt, deswegen leuchtet die natürlich ein bisschen. Aber ansonsten ist das Ganze sehr unauffällig. Also hier unten wird uns kein Mensch finden. Hier haben wir unser Lager. Hier meine Hängematte. Der kleine Rucksack, mit dem habe ich gerade Wasser geholt. Der große Rucksack hängt hier am Baum. Da am Pizza Schlafmatte, Hängematte. Hier ein Piet,
Und hier haben wir uns quasi gemütlich gemacht. Das erste Mal in den Bergen. Das stimmt. Auch Highlight. Ich bin eine extra ganz einfache Tour mit ihm gegangen. Sagt er nichts mehr. Ja, hier ist echt cool. Wir haben uns ein cooles Plätzchen ausgesucht. Muss man echt mal sagen. Hier sehen wir jetzt einen Sonnenuntergang wunderbar. Unser Lager hat noch weitere Vorteile. Wir haben zum einen natürlich einen Rundum-Sichtschutz, weil wir haben in so einem kleinen, was sagt man da, Tal herinnen. Und auch nach unten haben hier die Steine davor. Also selbst wenn wir hier Feuer machen würden, dann wird es keiner sehen. Das ist also sehr praktisch. Wir haben Bäume, die Schatten werfen, gerade weil es heute wieder heiß wird. Ist also von dem her recht praktisch. Was haben wir noch? Sonnenschutz, hast du schon gesagt? Sonnenschutz hatte ich schon. Unser Lager hat noch weitere Vorteile. Wir haben also hier einige Steine, die haben mit Moos bewachsen. Das heißt, es ist sehr bequem zum Sitzen und man kann auch ziemlich gefahrenlos drauf kochen. Also auch sehr praktisch. Servus Leute! Hängematte, der zweite Versuch. Ihr habt alle meinen ersten Versuch gesehen. Da habe ich ja meinen Durchbruch geschafft durch die Hängematte. Und der Sven von Amazonas hat das gesehen, hat sich kaputt gemacht, gesagt, komm, kriegst du mir eine neue Amazonas. Also Sven Künkele, vielen, vielen lieben Dank. Ich würde auch den Kanal mal vom Sven abonnieren, wer sich um Hängematten interessiert, weil der stellt da immer die neuesten Produkte vor und gibt viele hilfreiche Tipps. Also von dem her, coole Sache, verlinke ich euch unten oder oben, je nachdem. Und wie gesagt, ich werde es heute mal wieder probieren. Ich hoffe, die Amazonas-Hängematte hält mehr aus. Ich gehe aber mal stark davon aus. Ich hatte ja eine super Werbeidee für Amazonas. Mein Video nehmen wir mit dem Durchbruch, wo ich so durchsaß und dann drüber schreiben, mit Amazonas wäre das nicht passiert. Ich glaube, ich sollte in die Werbung gehen. Eine Hängematte, die funktioniert, ist echt cool. Danke Sven. Ist das herrlich. So. Wo ist Piet? Der ist voll getarnt. Habt ihr ihn erkannt? Na, wo ist er denn? So, hier ist Piet Setup. Die Hängematten kommen vielleicht den einen oder anderen bekannt vor. Das ist nämlich die, durch die ich durchgebrochen bin. Bei ihm funktioniert es aber scheinbar ganz gut. Ist voll getarnt. Bis auf die super getarnten gelben Bänder. Da er keine Ausrüstung dabei ist, aber Malerflies im Auto hatte, hat er das quasi heute als Decke genutzt. Malerflies könnte man wahrscheinlich sogar als Tab verwenden, weil sie auf einer Seite wasserdicht ist. Also hier ist mein Hängematten-Setup, ist von der Firma Amazonas Ultralight. Vielen Dank an Sven. Der hat ja mein Video gesehen, habe ich eh schon erklärt. Hat also super gehalten, also ich bin nicht durchgebrochen, bin ganz überrascht. Das ist also mal der erste Teil, ihr seht, ich habe dort unten ist eine Isomatte drin und hier habe ich mir noch, was man auch fürs Auto hat, mal untergelegt. Hat super funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. So als Schutz von unten und durch das Moskitonetz hat man einen relativ guten Windschutz, also es war sehr angenehm die Nacht. Und man kann es natürlich hernehmen, um seine Sachen zu trocknen. Also hier haben wir eine richtig geile Toilette. Das hier ist die Rückenlehne. Hier kann man sie noch festhalten und hier kann man die ganze Exkremente, heißt das Exkremente? Ja, Exkremente. Ich habe nur das Wort im Kopf. Auf jeden Fall muss man das hier nur aushöhlen und dann kann man hier richtig schön gemütlich drauf sitzen. Ja, geil. Ja, ne? Geil. Das ist echt cool. Wir haben ja im Lager einiges gefunden und der Piet zeigt uns jetzt zum Beispiel, was er da gerade macht, was wir im Lager haben. Also wir haben hier ein bisschen Moos auf den Stein und ich bin ja auch schon seit ein paar Tagen unterwegs und bin nicht gewaschen. Man riecht. Und das ist ja jetzt staubtrocken, aber wir haben ja in der Nähe eine Quelle und ich werde das jetzt hier so ein bisschen feucht machen, damit ich mich damit reinigen kann. Weil Moos hat nicht nur die Eigenschaft, dass es Wasser sehr gut aufnehmen kann, sondern dass es auch noch antibakteriell ist. Und damit kann ich mich jetzt waschen. Warte mal. Ihr habt den Nippel gesehen. Das musst du rausschneiden. Also Piet hat schon Sachen aus der Natur gesammelt. Macht uns jetzt einen Fichtentee. Hat hier ein paar Erdbeeren und Pflanzen gesammelt. Das heißt, wir könnten uns hier längerfristig aufhalten, weil es gibt hier einiges zum Essen jetzt um die Jahreszeit.
Wir haben selber für 3 Tage Verpflegung dabei, aber wenn es länger dauern sollte, wäre das eine gute Möglichkeit. Also wir haben uns ja im Lager gemütlich eingerichtet. Hier gibt es gerade fürs Fertiggericht. Ich mache mir gerade Wasser für den Kaffee warm. Und hier ist es echt ruhig. Also hier wird uns auch kein Mensch finden. Insofern können wir unsere Sachen in Ruhe genießen. Also, Survival Pete macht natürlich ganz standesgemäß den Spirituskocher mit. Zum Stall. Ob das funktioniert oder nicht, das werden wir jetzt erfahren. Ich bin gespannt. Es ist ja eine Flüssigkeit und Flüssigkeiten sind ja nass. Also, theoretisch gesehen geht das nicht. Eine Logik vor dem Herrn. Ah, guck mal, ein Funken rein. Sieht man das noch? Nein, ist doch, er brennt noch, oder? Es brennt. Aber es braucht ein bisschen, es muss Temperatur. Ja, vor allem, wir haben hier auf 1300 Höhenmeter. Da gehen die immer schlechter wie normalerweise. Brauchst du einen Windschutz? Nö, ich wollte nur so, dass das. Nee, man brauchst du einen, du brauchst wirklich einen da herum. Damit hier Aroma Spirituskoch überhaupt funktioniert, braucht man einen gewissen Windschutz. Ja, ist natürlich von mir selbst gebaut, logischerweise. Du weißt schon, dass der Wind von da kommt. Nein, der kommt von da oben. Ich glaube, der Wind kommt von überall. Wir sind in dem Auf Meer. Alle Fälle geht's. Einfach aus der Bierdose ausgeschnitten, rum, zack, bleibt von selben stecken, kostet nichts und wiegt nichts. Beste Windschutz ever. Doch, das kostet was, das Bier. Ja, okay, da hast du aber was davor. Da hast du was von, ja. So. Ich habe euch ja vor kurzem mal selber gemacht die Brennpaste vorgestellt aus Spiritus und eben Kernseife. Die habe ich jetzt das ganze Wochenende im Test gehabt, hier am Berg oben. Ihr seht, es ist schon relativ weit runtergebrannt und es bleibt natürlich dann die Kernseife übrig. Sprich, ich vermute mal, wenn ich hier einfach wieder Spiritus reinmache und aufkoche, dann müsste sich das Ganze eigentlich wieder verbinden. Da bin ich mal echt gespannt, wie das funktioniert. Aber vom Kochen her hat echt super funktioniert, da gibt es gar nichts. Also auch auf 1300 Höhenmeter bei Wind funktioniert einwandfrei. Es geht doch gar nichts über Kaffee in die Berg, schönes Lager. Traumhafte Aussicht. Cool, so gefällt es mir. So, wir sind in den Bergen unterwegs und eins ist mir wichtig, wir sollten uns hier nicht schnell bewegen. Wir können locker hier irgendwo abrutschen oder umknicken und uns auch noch dabei verletzen. Und um das zu verhindern, bewegen wir uns einfach ein bisschen langsamer. Das heißt, wenn wir eh nur uns langsam bewegen, dann könnten wir uns theoretisch auch tarnen. Und dabei habe ich noch was mitgenommen und das zeige ich euch jetzt. So, da wir uns ja eh langsam bewegen, habe ich hier einen Tarnanzug. Und dieser Tarnanzug ist sogar hier auch nochmal komprimierter, das heißt, den kann man locker mitnehmen. Der wiegt auch nichts und der kann einen sehr schnell auch hier in der Umgebung verschwinden lassen. Auch die Farben kann man schon sehr gut erkennen, passen sich der Umgebung perfekt an. Und das werden wir jetzt mal testen. Oh, und schon ist er weg. Hallo Piet, wo bist du? Ja, habt ihr mich gesehen? Also ihr seht, es funktioniert relativ gut. Und ja, cooles Teilchen. Also vor allen Dingen, wenn man sich eh so... Achso, ja? Du filmst nicht mehr, oder? Doch. Also wenn man sich eh so langsam hier bewegen muss, allein schon wegen der Verletzungsgefahr, dann lohnt es sich, sowas im Gepäck zu haben. Vor allen Dingen auch für die Jagd. So, ich bin hier in den Bergen mit Stefan und ich habe Kokosnussöl mitgenommen. Warum jetzt Kokosnussöl? Warum kein Steak oder Pommes, Döner, was auch immer? Wieso so ein schweres Glas Kokosnussöl? Kokosnussöl hat die gute Eigenschaft, dass man es wie Kohlenhydrate verwenden kann. Das heißt, es gibt mir sofort Energie und Power. Das ist hier draußen sehr wichtig, weil hier diese Berge hoch und runter zu laufen ist doch sehr anstrengend. Genau, wenn ich Energie brauche, dann brauche ich halt Kokosnussöl. So, nicht nur ich brauche Kokosnussöl, der Stefan braucht natürlich auch Kokosnussöl. Und Stefan, möchtest du das mal probieren? Du kannst ruhig mit dem Finger rein. Echt jetzt, oder was? Echt? Ich auch mal, Kerl. Also hier, ihr könnt noch sehen, sehr unbenutzt. Und ihr werdet gleich sehen, wie Stefan mehr Energie hat, als die zuvor. Ich weiß nicht. Sei professionell. War es ein scharfes Messer? Also Kinder, nicht mit einem scharfen Messer nachmachen und nicht auf keinen nachmachen. Fall ablecken am scharfen Messer. Es schmeckt super lecker.
Ja, man muss noch dazu sagen, aber es hat Kokosnachgeschmack. Ja, im festen Zustand ist es natürlich besser, verdaulicher, verträglicher, leckerer. Aber ziemlich fettig. Also viel könnt ihr davon nicht essen. Nur immer so nach und nach, nur mehr geht raus. Das ist Power. Kokosnussöl. Genau. Ich sollte Kokosnussöl verkaufen. Keine bezahlte Werbung. Keine bezahlte Werbung. Und kein Logo drauf. Leute, es ist was Unglaubliches passiert. Meine erste Nacht in der Hängematten und ich hänge immer noch und bin nicht durchgerutscht. Voll cool. Und weiter geht's mit der Kocherei. Jetzt habe ich ein Frühstück. Ich habe mir hier Volleipulver mit allen möglichen Zutaten, unter anderem Paprika-Champignons und Ananas. Warum Ananas, weiß ich selber nicht. Ich habe auf alle Fälle jetzt nur mal die Hälfte genommen, weil da ist extrem viel drin. Ich glaube, das reicht locker für zwei Personen. Das werden wir dann gleich testen. Jetzt testen wir mal. So schaut es also aus. Man sieht also sehr gut die Paprika-Stückchen. Mein Ananas habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Schmeckt wirklich nach Frühstück. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser erwischt, wird ein kleines bisschen weniger machen, als drum steht. Das hat er eh schon gesagt zu mir. Aber ansonsten muss ich sagen, doch, ein gutes Frühstück. So Leute, das war's von uns. Wir haben gerade erfahren, der Strom ist wieder da. Die Situation hat sich gelegt. Wir werden wieder nach Hause marschieren. Wir haben hier ein paar Tage verbracht, war super. War auf jeden Fall sehr lustig. Schaut es öfters rein, weil es gibt noch ein paar andere Videos im, ja, hinter den Kulissen, sage ich einfach mal. Ich hoffe nicht. Ja, ich würde sagen, bis dann. Oder? Genau. Also wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen und natürlich, falls noch nicht passiert, jeweils den anderen Kanal abonnieren, logischerweise. Link geben wir euch jeweils unten oder oben, weil schaut ja nie, oder? Genau. Genau. Und, eins noch. Denkt an diese Glocke, ne? Okay. Wenn ihr diese Glocke nicht betätigt, dann kriegt ihr nicht immer ständig neue Nachrichten, dass ein neues Video zum Beispiel hochgekommen ist. Genau. Also sehr wichtig. Genau. Und ansonsten sagen wir, danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Und ja, danke fürs Zuschauen, euer Survival Beat. Der muss jetzt so sein.